Da sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Horseland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde Ranch. Horseland, Horseland, yeah, 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 yeah! Heute in Horseland. Zoe und Chloe versuchen, die sowieso schon angeknackste Freundschaft zwischen Benny und den drei anderen Mädchen auseinanderzubringen. Ob ihnen das gelingen wird? Er ist wie ein Bruder. Ich habe Angst, ihn zu verlieren. Hast du gesehen, wie kopflos sie ohne Benny sind? Ich gebe auf! Wisst ihr, was ich am meisten an Horseland mag? Das Futterschiff. Knapp daneben, Trine. Was meinst du, was ich hier am meisten mag, Angora? Das ist einfach. Mich. Naja, so in etwa. Wirklich? Angora magst du am meisten von allen? Und wieso sollte er das nicht tun? Nein, nicht nur dich allein, Angora. Ich mag die Freundschaften, die alten und die neuen, die es auf Horseland gibt. Wieso sollte hier jemand neue Freunde haben wollen? Ich meine, ihr beide habt mich und die Kinder haben einander. Wir brauchen wirklich niemand Neues. Tja, Angora, genau das dachten die Mädchen auch, als Jonas hier plötzlich auftauchte. Freut ihr euch auch auf Erik Simons Geburtstagsfest am Wochenende? Ich nicht. Ich habe keine Lust, diese kleinen Rotznasen dieses Jahr schon wieder zu hüten. Das waren die nervigsten Kinder, die ich je erlebt habe. Mit ihnen zu reiten war die reine Folter. Kommt schon! Habt ihr vergessen, wie viel Spaß wir damals gehabt haben? Seid ehrlich! Ich bin schon sehr gespannt, wer diesmal Eriks kleine Schwester mit aufs Pferd nehmen wird. Benny! Oh, Rebecca Simon schlägt wieder zu. Na egal. Ich bin nur froh, dass wir zwei das zusammen organisieren, Sarah. Du bist die Einzige, auf die Erik hört. Vergiss es. Da hat er recht, Sarah. Erik und seine kleinen Freunde wollten letztes Jahr mit den Pferden in die Berge reiten. Wenn du die Kinder nicht durch die Schnitzeljagd abgelenkt hättest, hätte ich Button wohl nie wieder gesehen. Benny hatte eigentlich die Idee mit der Schnitzeljagd. Ich habe nur mitgeholfen. Es war Teamarbeit. Ja, das Team Sarah und Benny. Die Geburtstagsprofis. Horseland, Horseland! Hey, wer kommt denn da? Ich wusste nicht, dass wir heute jemand Neues erwarten. Wow, ¿quién es el chico guapo? Der sieht ja süß aus. Meinst du das Pferd oder den Jungen? Oh ja, natürlich. Meine Mutter hat gesagt, ein Junge von der Conrad Ranch würde heute sein Pferd zu uns bringen. Ich glaube, sein Name ist Jonas. Ruhig, Buddy. Ist ja schon gut, mein Junge. Brauchst du Hilfe? Oh, nein, danke. Buddy ist nervös, weil er nicht in seiner gewohnten Umgebung ist. Weißt du, er wurde auf der Conrad Ranch geboren und aufgezogen und ist nie woanders gewesen. Danke, Wiedersehen! Ich bin Sarah. Das sind Molly, Alma und Benny. Ich bin Jonas. Jonas Conrad. Conrad? Ach, dann gehört deinen Eltern wohl die Conrad Ranch. Ja, aber sie bauen dort alles um, deshalb müssen wir für eine Weile umziehen. Meinen Eltern gehört die Horseland Ranch. Ach, echt? Hey, Buddy scheint sich jetzt wohler zu fühlen. Es ist komisch, ihn so nervös zu sehen. Bei uns zu Hause auf der Ranch ist er immer total entspannt. Bis auf einmal, als ich mit ein paar Freunden einen Ausritt gemacht habe. Stellt euch vor, da sind wir einem riesigen, fetten Puma begegnet. Jetzt erzählst du uns aber einen vom Pferd, oder? Buddy ist auf ihn losgegangen, um uns alle zu beschützen. Dann hat er ihn durch den Wald gejagt. Ich konnte mich gerade noch im Sattel halten. Die Bäume sind nur so an mir vorbeigeflogen. Ungefähr 2 Kilometer, würde ich mal so schätzen. Ist ja abgefahren. So etwas ist mir mit meinem Pferd Calypso auch mal passiert. Das war so, sie... Einmal standen Aztec und ich Auge in Auge einem riesigen Bären gegenüber. Ich sag dir, dieses Tier hätte mich als Quietscheentchen benutzen können. Daran kann ich mich erinnern, Benny. Du warst... Hey, wo kann ich meine Sachen lassen? Komm mit, ich bring dich zur Sattelkammer. Dann kann ich dich rumführen. Cool. Also bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Was war das denn gerade? Sieht so aus, als hätte Benny einen neuen Freund gefunden. Ist euch aufgefallen, wie Benny sich aufgespielt hat? Ja, er hat mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Und Jonas lässt uns hier mit seinem Pferd stehen. Ich
ist ja schon gut. Was ist denn mit diesem schwarzen Palomino? Wie heißt er noch? Ein bisschen nervös, der Kleine. Ach, gib dem Jungen eine Chance. Er ist gerade erst angekommen. Und in einer neuen Umgebung zu sein, kann schon Angst machen. Das musst du zugeben. Wuhu! Scheint so, als hätte Buddy sich beruhigt. Er gewöhnt sich an uns. Ich wusste es. Ich glaube, jetzt fehlt ihm nur noch sein Kumpel Tux. Das ist ein wunderschönes schwarz-weißes Pferd auf unserer Ranch. Die beiden sind zusammen aufgewachsen. Genauso wie mein Freund Lars und ich, weißt du? Ich verstehe, was du meinst. Sarah, Molly und Alma sind meine besten Freunde. Ich musste mich gerade von meinen Freunden trennen, Lars, Rosi und Maya, weil wir unsere Ranch während der Renovierung komplett dicht gemacht haben. Ist echt doof. Hey, schaffst du auch das höhere Hindernis? Aber mit links. Das war heftig. Mann, der Sprung erinnert mich an Zoom Racer Extreme Teil 3. Zoom Racer Extreme 3? Du meinst das neue Rennfahrerspiel mit den irren Stunts? Sei bereit für den großen Zoom, sonst erhältst du keinen Ruhm. Das ist mein Lieblingsspiel. Meins auch. Mann, ich habe Zoom Racer Extreme 1 und 2, aber 3 habe ich nicht. Das war hier total ausverkauft. Weißt du was? Ich bring's dir morgen mit. Klasse, danke. Wisst ihr, es war viel schöner, als Benny noch der Alte war. Ja, früher war er immer mit uns zusammen. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass die meisten Leute 75% ihrer Zeit mit anderen Leuten verbringen. Benny scheint den gesamten Prozentsatz mit nur einer Person zu verbringen. Hallo ihr, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Klar, Willi, schieß los. Könnt ihr etwas Platz in der Sattelkammer schaffen? Ich will die Sachen von Jonas da unterbringen. Toll. Was? Ach, gar nichts, Willi, nada. Was ist eigentlich mit euch los? Benny ignoriert uns heute irgendwie. Kommt schon. Ihr seid doch nicht etwa eifersüchtig, nur weil Benny sich heute um Jonas kümmert. Ich sag dir, Jonas ist ein total cooler Typ. Und er hat mich heute Morgen so angestarrt. Naja, nicht ganz. Er hat durch dich hindurchgestarrt, damit er mich gut sehen konnte. Das hat er nicht. Oh, hallo, ihr drei. Hallo. Was ist los, Sarah? Nichts. Wir machen nur ein bisschen Platz für Jonas. Richtig, Jonas, der neue Typ, der süße neue Typ. Was willst du, Chloe? Sag schon. Ich will gar nichts, keine Sorge. Ich kann mir denken, wieso ihr so genervt seid. Weil Benny euch abserviert hat. Er hat uns nicht abserviert. Es sieht aber ganz so aus und es tut mir so leid, wirklich. Aber die Wahrheit ist, die beiden haben sehr viel gemeinsam. Ich meine, zuerst mal sind sie beide Jungs. Dagegen kommt ihr schon mal nicht an. Benny hat uns nicht abserviert. Er kümmert sich ein bisschen um Jonas. Er ist eben nett im Gegensatz zu anderen Leuten. Nenn es, wie du willst. Ich sag, er hat euch abserviert. Ich hoffe nur, er hat noch Zeit, dir bei Eriks Geburtstag zu helfen. Er und Jonas sind ja so beschäftigt. Natürlich wird er Sarah beim Fest helfen. Er mag gerne feiern. Wir werden ja sehen. Dann bis später. Beachte sie doch gar nicht. Hast du gesehen, wie kopflos sie ohne Benny sind? Weißt du was, Chloe? Ich finde, Benny und Jonas sollten unbedingt einen langen Ausflug machen, um sich noch besser kennenzulernen, wenn du weißt, was ich meine. Ich denke, da hast du völlig recht, Zoe. Hey, hör dir das an. Ich habe mein fieses Lachen trainiert. Ziemlich gut. Beziehungsweise richtig gut fies. Okay, und jetzt zusammen. Hey Benny, das erinnert mich an die Eingangspforte in Cruise Command 2. Du befindest dich hier bei Cruise Command 2. Lass alle Hoffnung fahren und gib Vollgas. Das kenne ich, Cruise Command. Gib Vollgas. Kann ich euch irgendwie helfen? Wir haben uns gefragt, wann du uns deinem neuen Freund vorstellen willst. Na schön. Jonas, das sind Chloe und Zoe. Zoe, Chloe, das ist Jonas. Hi, Jonas. Hi. Benny? Chloe, wir sind gerade beschäftigt und wir würden gern heute... Hey, wir sind ja nicht hier, um euch zu stören. Wir haben nur eine Nachricht für dich. Dein Vater möchte, dass du in die Stadt reitest und Hühnerfutter holst. Der Lieferant ist heute krank. Das ist komisch. Ich dachte, ich hätte sein Laster heute Morgen gehört. Vielleicht hast du was an den Ohren. Der Typ liegt mit Grippe zu Hause. Und Benny, du sollst bitte 2 große Futtersäcke holen. Ah, na gut. Dann muss ich jetzt wohl mal losreiten. Das wird eine Weile dauern.
Mann, wie soll ich denn zwei Säcke hierher kriegen? Benny, ich helfe dir. Jeder einen Sack. Danke, Jonas. Dann mal los. Sag meinem Vater, dass ich weg bin. Wir sehen uns später. Oh, halt. Warte noch, Benny. Die Steilbergstraße ist bei der Schlucht gesperrt. Ihr solltet lieber den Weg durch den Wald nehmen. Mann, das ist eine gute halbe Stunde mehr pro Strecke. Tu es für die Hühner, Benny. Ja, na klar. Macht's gut. Ja, und bleibt schön lange weg. Wenigstens zum Mittagessen wird Benny wohl kommen. Donde ist él? Oh, er wird schon auftauchen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals eine Mahlzeit verpasst hat. Ah, Molly, oh, wo ich dich gerade höre. Schlechte Nachricht, Benny kommt heute Mittag nicht. Wie meinst du das? Benny und Jonas essen heute in der Stadt. Ja, sie sagten was von Mittagessen, wo Mädchen keinen Zutritt haben. Aber wen kümmert schon Benny, nicht wahr? Machen wir eben ein Mittagessen nur für Mädchen. Die Kinder können sich dann hier aufstellen. Was ist mit den Pferden? Sie sollten sich nicht zu nahe sein. Sie sind unberechenbar, sowohl Kinder als auch Pferde. Ich wünschte, Benny wäre hier. Wir haben nicht mehr über das Fest gesprochen, seit Jonas hier ist. Hoffentlich lässt Benny mich nicht im Stich. Ich bin sicher, er wird daran denken. Mach dir keine Sorgen. Hallo, ihr drei. Was macht ihr da? Wir proben. Für Eriks Fest. Cool. Bist du bereit für das Fest, Aztek? Wo ist Jonas? Er reitet durch die Gegend. Buddy ist etwas nervös. Jonas will ihn ein bisschen müde reiten. Jonas hat sich schon ziemlich gut eingewöhnt. Um es genau zu sagen, ihr beide seid so viel zusammen, dass... Ja, Jonas ist cool. Ich möchte, dass ihr ihn besser kennenlernt. Das würden wir gern, aber ihr beide seid ja andauernd weg. Gestern Nachmittag wart ihr zum Beispiel auch nicht da. Oh, da waren wir Hühnerfutter holen in der Stadt. Dann mussten wir auch noch diesen weiten Umweg machen, wegen der blöden Sperrung an der Steilbergstraße. Diese Straße ist mit Sicherheit nicht gesperrt. Da bin ich gestern und heute lang gefahren. Die ist total frei. Das ist komisch. Chloe und Zoe haben das nämlich behauptet. Na egal, sie haben sich wohl geirrt. Benny, wir müssen noch über das Fest reden. Hallo allerseits. Hey Benny, fang! Zoom Racer Extreme 3? Hey, Wahnsinn! Das ist ja klasse, danke. Das müssen wir sofort spielen. Ich bin als Erster dran. Keine Chance, das ist mein Spiel. Also spiele ich zuerst. Ich gebe auf. Dem ist doch alles egal. Er ist nur ein bisschen abgelenkt, Sarah. Ich glaube, er merkt noch nicht mal, wie sauer du bist. Er ist nun mal so, du kennst ihn doch. Schon, aber Benny ist doch der einzige Junge, mit dem ich befreundet bin. Ich habe Angst, ihn zu verlieren. Er ist wie ein Bruder. Du hast noch deine Schwestern. Natürlich. Danke, ihr zwei. Hey, Benny. Jonas und ich haben gerade den coolsten Trick in dem Rennfahrerspiel entdeckt. Du fährst durch diese Wand und da kommt dieses abgefahrene Zimmer mit den Namen von allen Leuten, die das Spiel geschrieben haben. Und du kriegst noch extra Punkte. Ist ja unglaublich faszinierend. Das ist hammermäßig, weil das total schwer rauszukriegen ist. Aber Jonas kennt diese ganzen Insider-Tricks. Er ist echt ein cooler Typ. Hey, Willi! Du wirst nicht glauben, was Jonas und ich gerade rausgefunden haben. Da gibt es dieses tolle Spiel. Es heißt Zoom Racer Extreme 3. Molly, guck mal das Band. Ist das zu niedrig aufgehängt? Nein, Kinder sind klein. So können sie es nicht übersehen. Mann, ich hätte fast das Geburtstagsfest vergessen. Hört mal alle her! Wie ihr wisst, ist morgen Erik Simons Geburtstagsfest. Benny und Jonas werden die Kinder betreuen, weil... Was? Hä? Jonas und ich? Ein Geburtstagsfest? Was muss ich da tun? Wieso ich? Hört mal zu, Leute. Sarah, tut mir leid, dass ich dich von dem Fest abziehen muss. Aber morgen kommt ein neues Mädchen für eine Tour her. Und ihre Eltern haben ausdrücklich gebeten, dass du sie begleitest. Aber Sarah hat dieses Fest seit Wochen geplant. Tut mir leid. Das war nicht meine Idee. Tu es einfach Bennys Eltern zuliebe. Ist schon gut, Willi. Ich bin sicher, Benny ist mit seinem neuen Partner sehr einverstanden. Arme Sarah, sie ist richtig traurig und enttäuscht. Hey, Chef, gibt's Torte auf dem Geburtstag? Ja, Trine, mit Sicherheit. Aber es wird viele Stücke von der Geburtstagstorte brauchen, bis alles wieder ins Lot kommt. Jetzt rein!
Morgen ist es schlimm genug. Aber mitten am Tag? Dieser nervige Hahn hat das letzte Mal gekräht, das schwöre ich euch. Miau! Warte, Angora. Das ist echt blöd, Sarah. Warum muss dieses Mädchen seine Tour ausgerechnet an Eriks Geburtstagsfest machen? Und Benny kümmert das gar nicht. Warum auch? Jetzt kann er ja zusammen mit Jonas das Fest organisieren. Ach, wer weiß, Sarah. Sarah, es tut mir echt leid. Lass uns mit Bennys Eltern reden. Vielleicht kann ich die Tour übernehmen. Du solltest das Geburtstagsfest machen, nicht ich. Nein, ist schon okay. Du kennst die Pferderanch nicht so gut und sie haben nach mir gefragt. Außerdem bin ich mir sicher, dass Benny lieber mit dir das Fest schmeißt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Hey, Sarah. Ich lass euch mal allein. Was ist denn eigentlich hier los? Du bist doch bestimmt froh, dass Jonas und du jetzt ein Team seid. Hör zu, Sarah. Jonas ist prima. Und er ist anders als ihr. Richtig. Er ist ein Junge und wir nicht. Er mag Videospiele mit schnellen Autos und Hindernissen und wir nicht. Das sehe ich auch so, Benny. Das ist echt schade für uns. Yo también. Verstehst du, wir haben keine Chance. Ihr seht das viel zu eng. Jonas ist nicht besser als ihr. Er ist einfach anders, kapiert? Ja, Jonas und ich mögen dieselben Videospiele und so. Aber mit euch teile ich andere Dinge. Wir kennen uns doch schon so lange und haben so viel zusammen erlebt. Ich würde euch nie im Stich lassen. Das könnte ich gar nicht, okay? Ja, okay. Was ist mit dir, Sarah? Halt! Bleib stehen, du eitler Gockel! Oh nein, Benny, los, stopp den Feuerlöscher! Mach Molly, ich. Alma, helf mir, die Pferde zu beruhigen! Jetzt sieh dir nur mal das Chaos an, das du verursacht hast, Angora. Yeah. Was sollte das denn werden, hm? Eigentlich nur Spaß. Ist alles in Ordnung? Keine Sorge, alles unter Kontrolle. Sarah, Molly und Alma haben den Tag gerettet. Natürlich mit Unterstützung vom Schaumschläger hier. Dass ich nicht lache, Schaumbeseitigung ist meine Sache. Gute Arbeit, Leute. Hört mal, Eriks Mutter hat angerufen. Es kommen mehr Kinder zu dem Fest, als sie dachten. Wir werden jede Hilfe brauchen. Sarah, wir haben die Tour verschoben. Wärst du wieder bereit, die Feier mit Benny auszurichten? Einverstanden, Jonas? Darauf kannst du wetten, Sarah. Wir brauchen trotzdem deine Hilfe, Jonas. Solange ich nicht organisieren muss, helfe ich gern mit. Du kannst dich um Rebecca Simon kümmern. Die wird dich organisieren. Sind alle bereit? Wie viele Kinder werden kommen? Oh, etwa 600.000. 600.000? Das sind aber viele Kinder zum Reiten. Aztek, du hast mich wieder reingelegt. Zum dritten Mal in 5 Minuten, Buddy. Keine Sorge, das kriegst du wieder, Aztek. Ich weiß nämlich was, was du nicht weißt. Erik, das Geburtstagskind, will heute nur auf dir reiten. Hä? Na dann viel Spaß. Benny, ich habe gehört, dass sich die kleine Rebecca Simon schon den ganzen Morgen zurechtmacht. Sie kann es gar nicht erwarten, dich wiederzusehen. Oh, dieses kleine Mädchen ist wohl total verschossen in ihn. Wie ist das, so ein Teenie-Schwarm zu sein, Benny? Es nervt. Aber Rebecca hat dich noch nicht kennengelernt. Vielleicht bekommt Benny jetzt ein bisschen Konkurrenz. Naja, ich wurde auch schon zum bestaussehendsten Jungen auf der Conrad Ranch gewählt. Oh. Was? Das ist wahr. Natürlich war meine Mutter das einzige Jurymitglied. Alles klar, da kommen sie. Mann, seht nur, wie viele das sind. Eine Zwergeninvasion. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und wie schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch. Oh, goody, goody, goody. Ist das zu glauben? So viele Kinder, hier ist richtig was los. So ein Spaß wie auf dem Rummelplatz. Ja, toll. Wo viele Kinder sind, können auch viele Freundschaften entstehen. Das ist genau nach meinem Geschmack. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Oh, oh. Kinderalarm! Lauft um euer Leben! So, das Fest ist endlich vorbei.
Es war ein Riesenerfolg. Die Kinder waren richtig froh. Und ich bin richtig froh, dass sie weg sind. Ich freue mich, dass es Chloe und Zoe nicht gelungen ist, einen Keil zwischen Benny und die anderen Mädchen zu treiben. Und mit Jonas haben sie einen neuen Freund. Ich verstehe es trotzdem nicht. Wieso waren die drei denn so eingeschnappt? Na, weil sie dachten, jetzt, wo Jonas da ist, wären sie abgeschrieben. Aber da haben sie sich getäuscht. Benny wollte sie ja nicht durch Jonas ersetzen. Niemand könnte sie ersetzen. Genauso wie keine andere Katze jemals mich ersetzen könnte. Wohl wahr, niemand könnte dich ersetzen, Angora. Nicht mal der eitle Gockel könnte das. Das wäre ja auch noch schöner.